Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute geht es wieder mal um ein sehr, sehr wichtiges Dateiformat, wenn wir irgendwie programmieren. Und das Dateiformat möchte ich euch tatsächlich einfach mal hier so zeigen, ohne irgendwie was anderes. So, XML ist sehr, sehr ähnlich wie HTML. Es ist beides eine Markup-Language, deswegen steht ML hinten. JSON ist ein bisschen anders, aber trotzdem in etwa sehr, sehr ähnlich. Und wir fangen einfach mal mit XML an. Wir haben hier im Normalfall vorne dann irgendwie so ein Tag, nennt sich das ganze Ding, mit dem man einleitet. Das heißt sowas wie XML oder sowas. Und wenn man fertig ist mit diesem Tag, das heißt, man möchte nichts mehr reinschreiben sozusagen, dann macht man ein Slash XML, also diese Spitzenklammern, Slash und dann XML. So, und jetzt schreibt man hier rein irgendwelche Informationen. Informationen im Sinne von zum Beispiel, wenn wir jetzt uns nochmal die Klasse angucken, die wir hatten hier eine Class A stehen. Achtung, das ist jetzt komplett unabhängig, das ist normalerweise eine eigene Datei und das hier ist normalerweise euer Code. Wir hatten hier int A gleich 42 und int B gleich 1337. So, und wenn wir das jetzt hier speichern wollen, dann sagen wir hier, okay, wir haben hier ein A und dieses A hört auch irgendwann mal wieder auf. Das sieht dann so aus. So, und innerhalb von unserem A haben wir jetzt die Informationen, also die Methoden müssen wir ja nicht speichern. Denn die Methoden, die sind ja nicht von irgendwas abhängig, die sind einfach für jede Klasse verfügbar. Wir bauen einfach eine Instanz daraus zum Beispiel. So, und jetzt können wir hier sagen, okay, wir haben hier ein klein a von 42 und das geht bis hier. Genau, so. Und wir haben ein klein b. Das hat den Wert 1337. So, ihr seht, es ist wirklich komplett eure Verantwortung, hier diese Tags zu spezifizieren. Ihr müsst sie aber nachher wieder lesen können. Und das ist das Wichtige dran. Das heißt, was ihr jetzt im Endeffekt bekommt, ist, ihr habt hier eine XML-Datei, die kann natürlich noch mehr A's beinhalten. Das heißt, ich kann jetzt hier noch ein A unten drunter setzen mit vielleicht anderen Werten. Und dann kann ich noch ein A drunter setzen und so weiter und so fort. Also da kann natürlich viel, viel mehr kommen. So, und jetzt, wenn ich das Ding hier wieder lese, dann kann ich einfach, weil ich habe ja diese Klasse A, kann ich mir über A einfach einen neuen Blueprint bauen. Das heißt, ich lese jetzt, sagen wir mal, ich habe diese ganzen Informationen in der Hand. Ich habe jetzt hier ein int A gleich 42, nachdem ich es gelesen habe, und ein int B gleich 1337. Und aus denen baue ich mir jetzt meine neue Instanz der Klasse A. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach sagen AA ist gleich new A mit A und B. So in die Richtung könnte man das sozusagen selbst serialisieren. Das wäre eine Möglichkeit dafür dann. Es gibt aber auch natürlich noch Attribute von diesen Dingern hier. Und wie gesagt, man kann sich alles komplett selbst definieren. Ich kann ja auch sagen, ich möchte hier einen Tag Class haben. Class. Und der Name der Class, das wäre dann ein sogenanntes Attribut von diesem Tag hier. Der Name der Klasse ist A und dann habe ich hier zum Beispiel ein Attribut 1 und der Name des Attributs ist A und so weiter und so fort. Das kann ich natürlich hier unten auch weitermachen. So kann man es natürlich auch machen. Das wäre dann etwas, da muss ich natürlich hier auch Backslash ATTR1 machen. Ups. Und hier muss ich Backslash Class machen. Die Namen muss man unten nicht mehr angeben, wenn man die Tags schließt. So, und jetzt kann ich natürlich hier auch das Ganze machen. Jetzt muss ich mir natürlich hier immer den Namen angucken, was ist. Aber im Endeffekt könnte ich das auch so machen. Ich kann sozusagen mir definieren, wie ich diese XML-Datei haben möchte. XML ist bloß eine Schreibweise für eben solche Markup-Dateien, die man sich dann eben hin und her schicken kann oder die man wieder speichern kann, eben für solche Config-Sachen. So, XML wird heute allerdings nicht mehr so viel benutzt, sondern es wird hauptsächlich eigentlich JSON benutzt. Und JSON wiederum ist ein eigenes Format. Also wir machen das jetzt hier einfach nochmal weg. Und ihr habt dann aber auch wirklich, ihr habt dann auch wirklich normalerweise einen Import XML Reader oder sowas. Und dann könnt ihr wirklich hier drauf zugreifen, einfach sagen, ich hätte ganz gerne alles oder alle Tags vom Typ Class und alle Tags innerhalb des Typ Classes von ATTR. Das heißt, ihr gebt hier einfach tatsächlich an, was ihr haben wollt. Wir werden es jetzt aber nicht so im Detail behandeln. Wir werden uns jetzt mit JSON beschäftigen, weil das ist heutzutage einfach das Format,
was hier tatsächlich häufiger verwendet wird. Und zwar, JSON hat als allererstes mal hier geschweifte Klammern außenrum. So, und dann kann man für jedes einzelne Ding sozusagen, also jedes Attribut, kann man angeben, wie es heißen soll. Das heißt zum Beispiel, meine Instanz, so sollte das dann heißen. Und das wiederum ist ein Objekt innerhalb der geschweiften Klammern. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel auch wieder angeben, es könnte heißen A. Und das wiederum besteht aus auch wieder zwei Sachen. Und zwar aus einmal einem A, Doppelpunkt. Und dann kann ich hier angeben, was hier für ein Wert ist. Und jetzt habe ich zum Beispiel noch einen zweiten Wert. Dann habe ich eben hier ein B, Doppelpunkt. Und der hat den Wert 1337. Und dann bin ich aber auch schon fertig. Ich kann aber auch Listen angeben. Sagen wir mal, B wäre jetzt eine Liste. Ups, nicht so rum. Sagen wir, B wäre eine Liste. Dann kann ich hier 1337, 1338 und 1339 angeben. So wäre dann auch eine Liste möglich. Und innerhalb dieser Liste kann ich sogar wieder hergehen und einzelne Objekte haben. Das heißt, ich könnte jetzt hier, wenn ich möchte, also wenn ich eine Liste an A's haben möchte, dann kann ich statt dieser geschweiften Klammer hier zum Beispiel in meiner Instanz eine eckige Klammer nehmen. Und dann habe ich hier eine Liste an A-Objekten, an erstmal diesem A hier. Dann habe ich ein B, das auch wieder ein Objekt ist und so weiter und so fort. Also ihr seht, das kann beliebig kompliziert werden und ich kann dann später einiges damit machen. Wir gehen jetzt aber mal zurück und sagen einfach nur, wir haben das hier. Und das soll auch für uns reichen. Und was ich jetzt dann machen kann, ist, ich kann darauf zugreifen, indem ich ganz einfach sage, also sagen wir mal, ich habe eine JSON-Datei mit diesem JSON-Reader gelesen. Das heißt sowas wie JSON.read meine Datei .json oder sowas. Muss natürlich in Anführungsstriche. So, und jetzt habe ich das hier irgendwie in meinen Daten zur Verfügung. JSON, Data, keine Ahnung. Der Datentyp kann natürlich auch von Sprache zu Sprache variieren. Der muss nicht immer so heißen. Das ist immer nur die Schreibart, wie man es eben hier nennen möchte. Und jetzt kann ich darauf zugreifen, indem ich einfach auf Data wie auf ein Array zugreife. Also teilweise ein Array mit Namen, das wäre dann das hier, also ein assoziiertes Array. Und teilweise auf ein nicht assoziiertes Array, wenn ich hier eben keinen Namen angebe, oder auf eine Liste. Und das muss man natürlich immer wissen, was man da hat. Zum Beispiel kann ich jetzt schreiben, Data von meine Instanz. So, und wenn ich das jetzt ausgebe, dann wird mir einfach alles ausgegeben, was hier drin steht. Also zum Beispiel dieses A, wobei mir jetzt gerade ein Fehler ausgegeben werden würde. Zum Beispiel dieses A mit eben den Elementen in der geschweiften Klammern würde mir ausgegeben werden. Ich kann jetzt aber auch noch hier weitergehen und sagen, okay, Data von meiner Instanz ist eben das Ding hier. Naja gut, jetzt kann ich hier natürlich auch zugreifen auf ein, also es können natürlich hier in meine Instanz, hinten dran hatte ich ja gerade vorhin schon gesagt, kann natürlich auch noch ein B kommen. Und da können dann auch noch Informationen drin stehen. Aber ich greife jetzt einfach mal auf A zu. So, was ich dann also lese ist, ich lese meine Instanz. Da kommt das ganze Ding raus bei, also auch B, auch C, D, E und so weiter und so fort. Und jetzt greife ich davon auf A zu und das wäre der Teil hier. Das heißt, ich bekomme als Rückgabewert das hier. Also ich bin schon etwas spezifischer und kann jetzt daraus eben meine Objekte bauen. Das heißt, ich lese jetzt hier, ich lese jetzt hier erstmal klein a und das stecke ich in meinen Konstruktor mit rein und das liefert mir natürlich hier die 42 und dann lese ich hier vielleicht noch klein b und stecke das auch in meinen Konstruktor mit rein und das wiederum liefert mir dann logischerweise diese Liste und die wird dann im Konstruktor wieder richtig verarbeitet und fürs nächste Objekt b mache ich genau dasselbe und so weiter und so fort. Ich kann natürlich da auch drüber loopen, das sind im Endeffekt wirklich ganz normale Listen bzw. Arrays, je nachdem was für eine Sprache ihr habt. Das heißt, ihr könnt da natürlich auch ganz normal mit arbeiten und ihr könnt da auch einfach eine Vorschleife drüber laufen lassen und ganz normal dann eben diese Objekte daraus bauen. Das heißt, am Ende habt ihr ein Array an meine Instanz-Objekten zum Beispiel und die sind dann wiederum, ja, mit denen könnt ihr dann eben ganz normale Objekte erzeugen für euren Code, die dann wirklich im Code auch benutzt werden. Das Ding nennt sich dann Factory. Ja, und heutzutage wirklich sind fast alle APIs, die ihr online irgendwie findet, also von irgendwelchen Webseiten, die euch eine Programmierschnittstelle zur Verfügung stellen, das nennt sich dann API, da
werdet ihr fast immer auf JSON stoßen. Das heißt, ihr könnt einfach eine Webseite anfragen und dort dann Daten bekommen. Und diese Daten könnt ihr dann hier eben verwerten, das heißt eben hier in solchen JSON-Loops oder sowas. Da muss man natürlich immer verstehen, wie die aufgebaut sind und muss dann immer auf die richtigen Variablen oder Strings hier zugreifen, aber dann kann man super damit arbeiten. Okay, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!